Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft mit mir, TMWS12. Lass uns weitermachen hier in RX-Tisch Bergwerk. Genau, unterirdisch von der Antarktis oder untereisig, könnte man vielleicht auch sagen. Wir marschieren jetzt einfach mal weiter, nämlich hier. Und hier muss ich euch schon mal vorwarnen, hier wird es gleich sehr, sehr schreckhaft. Sehr, sehr schreckhaft. Seid gewarnt. Also, nichts für schwache Nerven vielleicht. Wir haben es hier immer noch mit Mutationen zu tun, hier in diesem Bergwerk. Die ganze Ach, warte mal, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Lara hat geschrien. Dachte, da greift mich jemand an. Aber war anscheinend nicht so. Also, ja, dann gehen wir doch mal weiter. So, und zwar hier wird es jetzt gleich sehr schreckhaft zugehen. Ein Jumpscare, ein klassischer Jumpscare. So. Wir ziehen die Waffe. Ich nehme dafür meine Desert Eagle. Und jetzt kommt's. Da, hier neben diesem Gang. Müsst ihr jetzt kommen! Habt ihr das gesehen? Das ist eine andere Mutation, beziehungsweise das ist eine fortgeschrittenere Mutation. Ganz ehrlich, Dr. Willard, ein Fortschritt, das ist mehr sowas wie eine Rückentwicklung. Also bitte, entschuldige mal. Das sind doch keine Menschen mehr, das sind Reptilien oder Monster. Hallo, also dieser Typ Willard, der hat sie echt nicht mehr alle. Also hier war jetzt aber nichts weiter. Oh, da ist der Typ auch schon weg. Vielleicht sollte ich mal kurz eine Fackel anmachen, aber ich hab irgendwie so eine Erinnerung, dass noch ein zweiter kommt. Kann mich auch irren. Ich hoffe, dass ich mich irre. Irgendwo war hier noch was zum Kriechen. Ja. Einfach mal voran. Oh ja. Da ist jemand. Aber auch nur, weil wir jetzt hier durchgekrochen sind. 168. Können wir unter hier noch eine Fackel anmachen? Das wäre super toll. Ja, danke. Rakete. Dann geht's wieder zurück, weil mehr ist hier dann auch nicht. Nur ein paar Items. Rakete und Schrotflinten, Gewehrmunition. Ja, und das ist ja jetzt mal voll. Hey, was? Nein! Check das. Wow! Dieses Ding hat ja Nerven. Aber ich kann es nicht anvisieren. Kacke. Mist. Wie mache ich das denn jetzt? Komm einfach mal kurz hervor. Ich probiere mal was. Weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, sie kann nur die Desert Eagle hier nehmen. Sie erwischt das Ding nicht. Ich will es aber auch nicht so groß Schaden nehmen. Ich habe das Gefühl, es entfernt sich mehr. Wo ist es? Ich glaube, es muss doch jetzt da sein, oder? Die tun mir so leid. Ich habe mich ja im letzten Part schon mal darüber. Es bedauert, dass sie unter so einem Monster. Dass sie
unter der Fuchtel so von Dr. Willard, diesem Typen, stehen. Also was immer er vorhat, nada. Ich dann nicht mitmachen. Ich glaube, hier oben wird es aber wieder ein bisschen ruhiger zugehen und außerdem will ich mir jetzt auch mal meine Desert Eagle sparen für die letzten beiden Levels. Weil da nutze ich sie am meisten. Können wir rück... Nee, wir sollten nicht springen, sondern an der Seite bleiben. So. Und runter. Gar nichts hier. Uzis, ihr macht den Job. Kommt irgendwas da raus gesprungen? Nein. Da ist einfach mal wieder unser Kohlkarren. Also, ach, Kohlekarren, ja, also... Ja, ich meine jetzt kein Gemüsekohl, sondern der Brennstoff Kohle, ne, das, ne, und all sowas. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber einfach so aus dem, einfach so, wenn ich mir schnell was einfallen lassen soll, dann wäre das einfach meine Wortwahl. Weiß zwar jetzt auch nicht, ob es das Wort gibt, aber besser als gar nichts. Besser als keine Definition zu haben. Und ich denke auch besser, als es das Dings da zu nennen. Ja, dessen bin ich überzeugt. Vorsicht. Vorsicht. Wo? Nix. Ne, keine Verarsche, bitte. Hier ist doch was faul. Oh, Sekunde, ja. Es kommt jetzt rein. Kann ich hier irgendwie vorbei? Irgendwo eine sichere Plattform? Nein! Also ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen weniger erfolgreich. Oh, er kommt gar nicht hier rauf. Das war recht gut. Okay. Sekunde. Ist hier die Tür noch offen? Ja, weil irgendwas war manchmal mit dieser Tür. Also, obwohl, ja gut, ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass es ja da irgendwie Probleme gab. Man konnte immer wieder zurück. Die hat sich schon mal geöffnet. Hat sich schon immer geöffnet, wenn man es wollte. Ach ja, gut. Okay, Zeit für eine kleine Tauchrunde. Das war schon mal nicht gut. Ich glaube, wir müssen ein paar Schritte noch mehr zurück. Und ich glaube, ein anderes Item genießt einen höheren Vorrang. Da ist nämlich so ein... so ein Drehgriff drin. Im Wasser auf... Und ja, den holen wir dann... Ah, wisst ihr was, wir holen den jetzt. Jetzt, wo wir schon mal im Wasser sind. Lassen wir unsere liebe Lara nicht komplett auskühlen. Okay, also Moment, was haben wir denn? Wir haben Anlasser für die Winch. Okay. Aber, ja, wie gesagt, habt ihr es gesehen, keine Artefakte mehr in unserem Gepäck. Die holen wir uns wieder. Vielleicht. Wenn sie denn nicht irgendwie, wenn auf denen kein Fluch lastet oder so.
Dann. Kann man hier irgendwas einstöpseln? Nein. Nee. Nee, das war auch für wo ganz anders. Aber irgendwie glaube ich zu behaupten, hier könnte man noch irgendwas nehmen. Oder irgendwas. Das da ist jetzt nur für die Tür, ne? Und das da auch, ne? Oder. Hä? Okay. Oh, das hat Igelmunition, klasse. Okay. Kommt da. Oh! Nein! What the hell? No, no, no! Bitte nicht! Also dieses Level bringt es richtig in Sachen Jumpscares. Ich habe mich das wieder mal richtig erschreckt. Ja, das offizielle FSK ist ja 16 von diesem Spiel, nebenbei. Ich würde mal sagen, völlig zu Recht. Und... So, mal wieder verschätzt. Gut, ich glaube, dann fahren wir wieder mit unserer netten Karre. Und, Moment. Irgendwas wollte ich jetzt gerade nachsehen. Ich weiß jetzt nicht was, also wir haben dieses Ding. Im Übrigen, da hinten ist jetzt nichts weiter, also da lag jetzt auch nichts rum, soweit ich weiß. Okay, wir fahren wieder. Im Übrigen auch immer schön bremsen, damit ihr nicht von der Bahn kommt. Denn... Oh, warte mal. War das richtig? War das richtig? Weil wenn Lara zu viel Schwung hat, dann kann sie auch mal von der Fahrbahn abkommen und ja, dann heißt es Game Over. Und das ist nicht schön, Leute. Absolut nicht schön. Ah, wo? Ah, Gott sei Dank. Phew. Diese Fahrt hätten wir überlebt. Au. Ich glaube... Also wir müssen dann jetzt auch gleich sofort in die nächste Gondel hinein. Oder, ja, Gondel, ist das richtige Wort? Oder in diesen nächsten Karren? Das fühlt sich für mich ein bisschen glaubwürdiger an. Gondel kann ja auch was anderes sein. Hopp! Ja, ich glaube, das hier war dann die nächste. Ich glaube, das war die richtige. Ich glaube, diese Reihenfolge, die optimale Reihenfolge bei diesen Gondelfahrten ist immer von unten nach oben. Erst die unterste, dann die mittlerste, dann die oberste. Ja, irgendwie so war das. So habe ich das in Erinnerung. Und ui. Oh ja, warte mal. Hier... musste man schon etwas Geschick aufweisen. Zum Beispiel auch hier.
Nur so ein bisschen. Und da haben wir den Salat. Habt ihr das gesehen? Das war alles andere als schön. So, wir brauchen jetzt noch genug Schwung, um über einen Abgrund zu kommen. Ja, haben es gerade noch so gepackt. Erste Sahne. Und wer... Ja. Hier hilft uns jemand. Gott sei Dank. Mit seinem Flammenwerfer. Obwohl es trotzdem immer noch verwerflich ist, gegen diese armen Arbeiter zu gehen. Man hat sie mit Sicherheit gezwungen, irgendwie zu mutieren. Man hat ihnen irgendwas eingeflößt, zwangsweise. Ja. Ich habe richtig Mitleid mit diesen... mit den Arbeitern. Hier ist nichts drin. Nee, ne? Nee, Dann können wir weitergehen. Hier. Na, Vorsicht, nicht von denen erwischen lassen. Ich glaube, da konnte man sogar durchkriechen. Ja, Tatsache, das geht. Ziehen mal schnell die Waffen, man weiß ja nie. Die sieht man irgendwie nicht so ganz, wo die Wand ist. Kommt mir so bekannt vor. War im ersten Level ja auch ein bisschen so. Sekunde. Ich glaube, Fackeln kommen uns hier sehr, sehr zugute. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ach ja, nee, ich muss mich ja erst in diese Stellung begeben, bevor das geht. Und jetzt nochmal. Was? Du ziehst immer noch keine? Hallo? Ey, was ist denn jetzt los? Wieso gehst du jetzt nicht mehr in die... Hey! Verweilt sie jetzt... Warte, hallo? Hallo? Ey, sie macht gar nichts mehr. Was? Shit. Scheiße, ich hab... Oh, Leute, nee. Was ist denn das? Wieso machst du nichts? Oh, Lara, nee. Jetzt tu mir das nicht an. Du willst mir doch jetzt nicht weismachen, dass du jetzt hier nie wieder weggehst. Nur dieses Umsehen funktioniert noch. Was? Stopp. Nein. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja, ich hab... warte mal. Nicht dein scheiß Ernst. Jetzt zieh eine Fackel, komm, mach doch einfach. Bitte. Mach wieder irgendwas. Du willst mich doch jetzt nicht für immer und ewig hier in dieser Stellung halten. Sag mir jetzt nicht, ich muss nochmal von Anfang an bis zu diesem Zeitpunkt spielen. Oh, Mann. So, also Leute, tut mir wirklich furchtbar leid, aber anscheinend muss ich hier tatsächlich vorzeitig abbrechen. Einfach nur, weil ich einfach meine Safe States nicht lassen kann und ich muss einfach jetzt nochmal... Ja, jetzt muss ich einfach nochmal offscreen nochmal zu diesem Zeitpunkt spielen und dann mache ich an dem Zeitpunkt dann wieder weiter. Mein... Oh! Was ist denn das jetzt? Mann, nein! Jetzt, kriech doch weiter. Was... Ja. Gut, okay. Wir sind hier in der Scheiß-Sackgasse gelandet. Dann mache ich später weiter. Okay, lass es... Wir sehen uns dann im nächsten Part und ich hoffe, euch wird nicht so ein dämliches Missgeschick passieren, aber
Was ist denn das? Also irgendwas ist hier jetzt nicht korrekt. Irgendein Glitch ist das oder so. Die macht jetzt gar nichts mehr. Gar nichts. Ich tippe hier rum auf meinem Controller, gar nichts. Ja. Für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben. Egal, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer TMWS von Ciao. Bleibt immer optimistisch und ihr selbst und gesund und so. Ihr kennt meine Rede. Und sowas meistert ihr auch, wenn euch sowas passiert, ne? Sowas meistert ihr, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.